Hallihallo, meine Lieben. Mal ein anderer Begrüßungsspruch. Ich habe einen Frosch im Hals. Und zwar, ich habe ja letztens aus der Kooperation mit Globalland, habe ich ja mit diesen Blümchen hier, mit den Outline-Standschablonen, das ist übrigens die Nummer, ich werde auch nochmal alles verlinken mit einem Rabattcode. Die Kooperation ist zwar an sich vorbei, aber ich möchte trotzdem alles verwenden. Entschuldigung. Und ich werde auch nochmal, wie gesagt, alles verlinken, was ich aus der Kooperation habe. Und ihr dürft natürlich auch den Rabattcode weiterhin nutzen, der Natta10 ist. Wie gesagt, ich nutze den selber auch. Und ich habe ja gesagt, mir sind noch zwei Ideen gekommen, zwei Kartenideen. Und die möchte ich jetzt mit euch machen. Ich habe sie tatsächlich gestern angefangen. Ich war immer noch nicht im Lagestudio. Das ist schlimm. Ich muss aber da definitiv anrufen. Mich halten diese Mini-Kärtchen auf. Aber ich bin fast durch. Ich bin fast durch. Ja, auf jeden Fall die erste Kartenidee ist die hier. Sieht man das? Sieht man. Erstmal braucht man Kartenrolling. Die schneide ich zurecht auf 14,5 mal 21. Und auf der langen Seite falte ich bei 10,5, also in der Mitte. Dann habe ich einen Aufleger. Der hat die Maße. Hallo? Oh Gott! Der hat die Maße 10 mal 14 und ich habe das jetzt schon öfters gesehen und vergesse das immer wieder, dass ich ja Papier sparen möchte, gerade bei sowas, weil das ist, glaube ich, von Folia, also ein gutes Papier, dass die Leute die Sachen ausstanzen und dann nochmal als Aufleger benutzen. So wie, ne, hier den Rahmen. Dann machen wir das nämlich so. Also, Stanzmaschine. Ich gehe jetzt extra weit weg. Dann nehme ich mir das Blümelein. Positioniere das so, dass ich links und rechts, wie gesagt, das müsst ihr nicht machen, aber ich mache es, um Papier zu sparen, weil es ja doch recht groß ist, die Blume. Links und rechts, dass ich genug Platz habe, dass da noch ein Rand drauf passt, beziehungsweise ein Aufleger. Das war mein anderes Handy. Ich denke, so ist okay. Entschuldigt fürs Wackeln, es ist schwierig, weil das Stativ ist halt genau am Tisch festgemacht. Oh, und die wieder juckt meine Nase. Wie war das, wenn die Hand juckt, dann gibt es Geld und wenn die Nase juckt, da fährt man was Neues oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube daran nicht. Ah, aber es juckt. So, und dann versuche ich das mal rauszutrennen. Also lässt sich eigentlich ganz gut raustrennen. Aber wie gesagt, gehabt, das ist halt auch ein relativ guter Glanzkarton. Der ist auch richtig dick. Ja, ich glaube, ich werde es dann trotzdem nochmal durchkurbeln müssen. Die Befürchtung, dass ich nicht alles rausgetrennt bekomme. Sieht zumindest so aus. Sicherheitshalber nochmal durch. Jetzt ist es ja noch in der Form. So. Schauen wir mal, dass ich alles rausgetrennt bekomme. Normalerweise schon.
Wie gesagt. Aber kann halt immer mal sein, weil zu wenig Druck auf der Platte, auf der Stanzmaschine ist. Oder. Also das nicht wegschmeißen. Es sei denn, ihr macht es separat nochmal. Habe ich heute Vormittag, na, heute früh war das eigentlich, weil jetzt ist Vormittag, habe ich heute früh aufgeräumt und so mein Zeug vorbereitet und schaue so ins Wohnzimmer und sehe, dass mein Mann sein Handy vergessen hat. Und ich so, oh no. Ja, und er ohne Handy. Ja, gut, mich mittlerweile auch. Aber gut, ich so, oh nö. Auf jeden Fall. Ja gut, wie gesagt, ich wollte nicht gerade mein Haushalt so ein bisschen schmeißen. In die Ecke. Nein. Auf jeden Fall, ja gut, habe ich gesagt, komm. Schnell, fährst du schnell auf die Arbeit. Drückst ihm das Handy in die Hand, vorausgesetzt, er ist auf der Arbeit. Weil er ist ja Bestatter. Natürlich ist er halt auf Achse. Auf jeden Fall habe ich auf die zwei Friedhöfe geguckt. Wir haben zwei Friedhöfe. Da war er nicht, weil ich wusste, dass er heute graben muss. Wie gesagt, da war er nicht. Und dann ja, bin ich eben in die Firma gefahren. Und wie gesagt, die waren unterwegs, ja, aber halt nicht bei uns in der Ortschaft. Wir haben halt so kleine Dörfer noch und da war er halt in so einem Dorf. Und auf jeden Fall ruft die Sekretärin dann den Kollegen an. Ich muss mir echt mal die Nummer vom Kollegen geben lassen. Das können wir schon mal auf unsere Grundkarte kleben und dann kann ich weiter labern. Wie gesagt, der Kollege ist dann rangegangen. Er sagte, ja, ich habe gerade nach Hause gefahren oder quasi zu Hause abgesetzt, weil er sein Handy vergessen hat. Gerade in dem Moment, wo ich halt im Büro stehe. Ah, das war auch wieder so toll. Das war so, ja, so typisch unser Leben halt, ne? Das habe ich mir dann vorhin geschrieben gehabt oder als ich dann daheim war. Ob er sein Handy jetzt wieder hat. Aber ich habe noch leider keine Antwort bekommen. Das schaut irgendwie so verkehrt aus, ne? Aber es wird. So, dann brauchen wir noch einen Aufleger. Nee, komme ich nicht. Der die Maße 9,5 mal 13,5 hat. Bei dünnem Papier merke ich schon wieder relativ, dass das ausfranst, aber gut. Jetzt schaut es schön, schöner aus. So, dann nehme ich mein Blümelein. Da ist etwas nicht rausgetrennt. Einen Bleistift. Und mal mir jetzt so ganz leicht quasi den Umrandungen. Von der Blume. Und ich habe schon wieder Bammel. Die Kindergartengruppe von der Kleinen ist heute zur Feuerwehrstation gelaufen. Man kann auch sagen, ich bin vielleicht eine Hypermutter. Nee, Helikoptermutter sagt man ja. Und es hat geregnet. An sich ist es ja kein Problem. Die hat ja Regenjacke und so. Regenschirm dürften sie nicht mitnehmen. Dann schaut es ungefähr so aus.
Dann nehme ich One Lipstick. Und alles, was quasi jetzt eine Blume ist, wird ausgemalt. Nur so grob. Ja, auf jeden Fall Polizeistation. Und es hat geregnet. Wie gesagt, an sich ja kein Problem. Die haben ja auch Umziehklamotten und so im Kindergarten. Das Problem ist, die ziehen sie nicht um. Wenn die Kinder nass sind, es sei denn, die Kinder ziehen sich selber um. Aber ja, die Kleine macht es halt nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Weil sie faul ist, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja, und dann hoffentlich ist sie nicht gleich wieder krank, weil das letzte Mal, wie es geregnet hat, und da waren sie auch unterwegs. Da hatten sie Waldtage. Und wie gesagt, kein Problem damit, dass man rausgeht. Aber die hatte dann noch pitschnasse Schuhe, als ich so um 3:30 vom Kindergarten abgeholt habe. Jetzt nehme ich Rustic Wilderness. Und 2 Tage später war sie krank. Vielleicht bin ich Helikoptermutter oder so, aber es ist nur ein Kindergarten, die betreuen ja quasi nur die Kleine. Wenn ich da arbeiten müsste, würde ich ja daheim bleiben. Aber es ist irgendwie so ein Kreislauf. Oh, da ist noch den Stängel, den habe ich nicht angezeichnet. Aber gut. Ich nehme das Video jetzt auf und es sind noch keine Ferien. Wenn das Video online kommt, sind wahrscheinlich schon Ferien. Da darfst du dann daheim bleiben. Dann tun wir auch jeden Tag was machen. So wie letztes Jahr. So, das Blöde ist, es halt noch ein wenig feucht jetzt. Aber gut. Dann nehme ich mir das Blümelein. Muss man den Kleber nach unten laufen lassen. Und mach wieder wie bei der letzten Blume, die ich da gemacht habe. Mach auch nur so in der Mitte. Beziehungsweise nicht überall. Sondern halt einfach so, dass sie noch ein wenig abgehoben ist, dass es nicht so platt gedrückt aussieht. Und dann klebe ich das da so auf. Und das Ganze kommt dann auf meine Grundkarte mit Aufleger. Mal gleich sehen, ob ich gut gestanzt habe. Ja, sehr gut. Ist noch ein großzügiger Rand da. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon öfters gesehen von verschiedenen und ich habe eigentlich gar nicht so Unrecht. Was das Ausstanzen geht und man hat dann immer noch seinen Rahmen. So, jetzt nehme ich mal einen Die-Cut. Eins weiß ich, ich tue jetzt dann gleich erst einmal meine Handy-Erledigungen machen. Telefonieren. Kommentare muss ich noch ganz, ganz dringend beantworten. Ich komme einfach im Moment mal wieder zu nix, obwohl ich sehr, sehr fleißig bin. Aber ich weiß nicht, im Moment hänge ich irgendwie in einer Schleife fest. So, das wäre die erste Karte. Dann machen wir noch eine zweite Karte.
Und die da, das brauchen wir gleich, die da so aussieht. Ich habe da absichtlich noch keinen Spruch drauf gemacht. Ich weiß nicht, was ich da nehme. Ich weiß nicht, mal gucken. Aber ich habe absichtlich hier noch keinen Spruch drauf gemacht. Aber ich hatte mal wieder richtig Lust auf Alkohol-Inks und das sind Alkohol-Inks. Und dann machen wir die jetzt zusammen. Dazu brauche ich wieder eine Kartenrolling. Der hat dieselben Maße. Mein Kraftfarben. So. Dann meine Alkohol-Dings. Nee, das ist blau. Apfel. Dann habe ich hier so Stone Paper. Der ist mittlerweile, ich habe den jetzt auf Amazon gesehen, der ist richtig teuer geworden. Ich wollte mir mal wieder nachbestellen. Aber der ist ja wahnsinnig teuer geworden. Wow. Das Papier teuer geworden ist, ja, aber so teuer. So, und dann schneide ich mir schon mal den Aufleger zurecht auf 10x14. Und dann nehme ich, ja, Marabu Alkohol Inks. Ich weiß, dass ich es nicht richtig kann. Ich bin auch total aus der Übung. Also habt etwas Gnade mit mir. Aber dennoch finde ich das Ergebnis recht schön. Wie gesagt, ich bin total aus der Übung. Aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass mir die eingetrocknet sind, weil die vom Action habe ich gehört. Ich habe meine hergegeben, weil ja, ich mit denen nicht, überhaupt nicht klar gekommen bin. Mit denen komme ich wenigstens noch einigermaßen klar. Wie gesagt, ich bin etwas aus der Übung. Ein bisschen absehen davon, dass ich mich so anstelle. Da könnte ich aber noch ein bisschen Farbe vertragen. Jetzt habe ich da gekleckert. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Falls es jemand interessiert, ich benutze übrigens Isopropanol. Es hat zweierlei Gründe, warum ich jetzt kein Blending Solution oder was, wie das Zeug heißt. Erstens ist es günstiger. Und zweitens kann man das wunderbar nehmen zum Reinigen für Platinen oder halt auch. Ja, Gerätschaften halt. Ne? Weil mein Mann hat hat zwei Xbox und der macht die regelmäßig sauber und dafür nimmt er auch das Isopropanol. Auch so zum Putzen, wenn du jetzt irgendwelche harten Flecken hast, ist das gut. Und wie gesagt, wenn ich etwas mehr Übung hätte, würde es besser aussehen.
Aber ich hatte halt mal auch wieder Lust, meine Teile rauszuholen. Auch seht ihr, wenn ich es gleich da habe, das Isopropanol, könnte ich mal meinen Glastisch sauber machen. Dann habe ich hier einen Spruchstempel. Und die Farbe Verdant. Einfach, dass es nicht so leer aussieht auf der anderen Seite. Das sauber machen. Oh, das dauert ein bisschen, bis es richtig trocken ist auf dem Papier. Und dann kann ich das aufkleben. Ja, was ich nicht immer alles möchte. Ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte mit Alkohol-Inks machen, ich möchte mein Album weitermachen. Ach, ich kann euch sagen, ich bin fleißig, ich bin total fleißig im Hintergrund. Das sieht aber halt fast kein Mensch. Nicht ganz trocken, aber gut. Dann habe ich das Blümelein diesmal benutzt, auch in Gold ausgestanzt. Allerdings werde ich hier quasi die Blütenstängel wegschneiden, deswegen habe ich das auch so gelassen. Ich werde nur die Blumen hier benutzen. Da brauche ich meine Pinzette, da komme ich jetzt nicht ran an das Eck. Ne? Und ihr seht, ich war noch nicht einmal im Nagelstudio. Ich wollte gestern eigentlich auf der Arbeit anrufen, also während ich auf der Arbeit war, aber ja. Dann hast du das noch und das noch und. So, hier mache ich das genauso. Hier mache ich auch nur die Mitte. Dass es auch wieder so ein bisschen abhebt, dass es nicht so platt gedrückt ist. Und wie gesagt, einen Spruch werde ich drauf machen, wenn ich, weil die ist jetzt relativ neutral. Entweder mache ich ein Hallihallo drauf oder ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Da bin ich noch offen. Aber da kann ich dann wenigstens sagen, ja, ich habe eine Karte fertig, ich habe die neutral und kann die benutzen, wenn ich sie brauche. So, aber das waren jetzt meine beiden Ideen zu der Standschablone noch einmal. An die anderen Sachen sitze ich auch noch dran. Also ich bin nicht untätig, wie gesagt, aber ja, es ist halt immer etwas schwierig mit der Zeit so. Ich zeige es euch nochmal. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich räume jetzt erstmal wieder auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.